Was ist eigentlich unser größtes Problem? Aus meiner Sicht ist es die Glaubwürdigkeit. Das gilt für die Politik auf der einen Seite, das gilt für Medien auf der anderen Seite, die uns im Namen des vermeintlich Guten nur die halbe Wahrheit zeigen, nur eine Seite der Medaille zeigen, aber das, was nicht gezeigt wird, eben auch Teil der Wahrheit ist. Darunter leidet die Glaubwürdigkeit der Medien und besonders leidet die Glaubwürdigkeit derzeit der Notenbanken, denn die haben uns erstens die Inflation praktisch verheimlicht oder geleugnet, haben gesagt, Inflation, wieso, transitory, wird vorbeigehen. Dann hat die Fed im November umgesteuert. Die EZB hat dann über ein halbes Jahr noch gebraucht, um diese so offenkundige Realität überhaupt erst wahrzunehmen, geschweige denn dagegen vorzugehen. Und jetzt beginnen die Notenbanken, nämlich sowohl die EZB als auch die Fed, den nächsten groben Fehler, indem sie jetzt die ganz offensichtlichen Anzeichen des massiven Abschwungs der Wirtschaft, den wir derzeit sehen, schlichtweg leugnen und damit den letzten Rest an Glaubwürdigkeit verspielen und damit, wenn man so will, in einer Art Endstadium eintreten, denn wenn du deine komplette Glaubwürdigkeit verspielt hast, dann hast du eben auch verspielt. Und schauen wir uns das Schlamassel mal an, denn die Fed wie auch die EZB, die stürzen im Grunde von einem Schlamassel in das nächste. Und warum passiert das nun? Sie haben ein geldpolitisches Experiment gemacht, sie haben den Geist aus der Flasche gelassen und jetzt müssen sie irgendwie den Geist wieder in die Flasche zurückkriegen und das geht halt nicht. Wenn du die Flasche geöffnet hast, dann ist der Geist raus und du kriegst ihn nicht wieder zurück und deswegen erzählen sie uns seltsame Geschichten, die kein Mensch mehr glaubt. Dadurch verlieren sie dann noch ihre Glaubwürdigkeit neben diesen massiven Fehlern, die sie in der Vergangenheit begangen haben. Und bums, bist du in deinem Endstadium. Schauen wir uns die Dinge mal an, etwa Mr. Williams, der heute gesagt hat, ja, also ich sehe keine Rezession, die Zinsen werden steigen, ja, vielleicht wird die Arbeitslosigkeit ein bisschen steigen, aber die US-Wirtschaft geht es doch gut. Dementsprechend werden wir vielleicht eine Verlangsamung der Wirtschaft haben, aber eben nicht wirklich eine Rezession. Das ist derselbe Williams, der Chef der New York Fed, des wichtigsten Distrikts im Fed-Bezirk in den USA, der hat uns schon vor einem Jahr gesagt, ja, 2022, da wird die Inflation wieder bei 2% liegen, macht euch keine Sorgen. Also, Williams war einer, der das Problem besonders lange geleugnet hat, einer, der erst sehr, sehr spät umgesteuert hat, aber es ist typisch eben für die Fed insgesamt. Powell ist dann erst durch die direkte Ansage von Biden umgeschwenkt, als Biden eben erkannt hat, hey, das ist ein riesenpolitisches Problem für mich, die Inflation, bringen Sie mir runter. Dann hat Powell gehorsam gesagt, okay, mache ich, Sir, Inflation is not anymore transitory, Inflation is jetzt durable, müssen wir bekämpfen durch Zinsanhebungen und seitdem haben auch die Märkte Schwierigkeiten, aber wie jenseits der Realität all dieses Gerede ist von ich sehe keine Rezession, da sehen wir hier mal etwa die verschiedenen Einkaufsmanager-Indizes aus den USA, Philly Fed, Richmond Fed, New York Empire State, wie sie alle heißen, Dallas Fed, wir sehen hier die neuen Aufträge, die sind schon schrumpfend, das heißt es geht hier ziemlich rapide nach unten, wir hatten das in dem offiziellen Einkaufsmanager-Index aus den USA gesehen, auch in Europa haben wir die Einkaufsmanager-Indizes schon deutlich fallen gesehen. Und die Konsumenten, die spüren, was der Fall ist. Kurt Tucholsky hat eins gesagt, die meisten Menschen verstehen das meiste falsch, aber sie fühlen das meiste richtig. Und jetzt fühlen die Menschen, buff, da kommt was, da wird die Sonne nicht mehr so stark scheinen und so bricht auch das Verbrauchervertrauen. Conference Board sehr, sehr stark ein, die Erwartungen so schwach wie seit 2013 nicht mehr und Conference Board ist immer optimistischer, diese Umfrage, als etwa die Umfrage der Uni Michigan und auch in Deutschland Konsumklima, GfK, massiv eingebrochen und GfK appelliert an die EZB und sagt, Mensch, ihr müsst euch um die Inflation kümmern, aber die EZB kümmert sich um alles, die kümmert sich um Gender-Geschichten, die kümmert sich um die Renditen der Südländer, aber eben nicht um die Inflation, nicht um die Geldwertstabilität. Man will ja im Juli dann ein kleines Schrittchen machen von 0,25%. Das muss man dann mit der Lupe suchen angesichts einer Inflation von gut 8%. Aber schauen wir nochmal weiter. Hier sehen wir den so deutlichen Abschwung sowohl der amerikanischen als auch der deutschen Wirtschaft in einem Frühindikator von Goldman Sachs. Activity Indicator, beide sind jetzt sozusagen in einem Schrumpfungsprozess bereits, aber John Williams und andere erzählen uns nichts Recession, aber die Leute sitzen vor dem Computer und interessieren sich für Rezession. Wir haben jetzt ein neues Allzeithoch bei den Anfragen in Sachen Rezession bei Google, also die Leute
lassen sich nicht veräppeln. Und schauen wir doch einfach mal auf die Frühindikatoren in Sachen Jobs. Da haben wir massive Entlassungen bei Startups. Wir haben massive Entlassungen bei innovativen Tech-Konzernen. Wir sehen, das hat so im Februar begonnen, blieb dann stabil, März, April und Mai, Juni schießt das nach oben. Das ist ein Frühindikator. Diese Firmen sind besonders früh dran. Aber sie geben einen frühen Trend. Sie sind eben, wie gesagt, ein Frühindikator. Das wird andere Bereiche dann auch erfassen. Und jetzt steuern also die Notenbanken um, vor allem die Fed steuert um, die EZB tut sich noch schwer, aber sie tut das, nämlich die US-Notenbank Fed, in einer Situation, wo wir jetzt schon sehen, dass die Nachfrage sehr, sehr deutlich abkühlt. Und was passiert, wenn die Nachfrage deutlich abkühlt? Dann wird auch die Inflation perspektivisch geringer, denn diese Inflation entsteht aus dem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage jetzt runterkommt, dann ist der Angebotsmangel etwas geringer. Wir sehen etwa, Rohstoffpreise sind deutlich gefallen. Wir sehen einen regelrechten Absturz am Gebrauchtwagenmarkt in den USA. Ich habe dann neulich gestern ein Video gesehen, das ist ein echtes Desaster. Da geht es so schnell bergab wie kaum in der Finanzkrise. Wir sehen, dass etwa auch die Shipping Rates, also die Frachtraten, jetzt deutlich fallen. Und wir sehen auch in den USA, dass die Gasoline Futures fallen, also die Benzin-Futures, die praktisch eine Art Frühindikation dessen sind, was dann an der Tankstelle ein paar Tage später der Fall ist. Und hier sehen wir, dass diese Benzin-Futures eben auf einem Monatstief jetzt zumindest handeln. Gleichzeitig sind aber noch die Analysten extrem optimistisch. Es gibt in den USA von 5 Empfehlungen sind 4 kaufen, nur eine ist praktisch verkaufen, also 20%. Es sind Verkaufsempfehlungen, 80% sind Kaufsempfehlungen. Das ist der höchste Wert seit 2002. Und gleichzeitig sind die Margenerwartungen extrem hoch und sogar noch weiter gestiegen in letzter Zeit. Also wir sind in einer jetzt sehr stark abkühlenden Wirtschaft, die noch traktiert wird durch Anhebung der Zinsen, was sowohl Unternehmen als auch Konsumenten in Schwierigkeiten bringt, weil sie gleichzeitig die hohe Inflation haben und jetzt Geld eben teurer wird. Das kommt also praktisch, werden sie von beiden Seiten geradezu in die Zange genommen. Und wie die Dinge wirklich stehen, sehen wir etwa am IPO-Markt, also an den Börsengängen. Da ist im ersten Halbjahr 2022, das ja jetzt in dieser Woche beendet wird, ist praktisch kein IPO-Geschehen mehr zu konstatieren. Also es gibt praktisch keine Börsengänge mehr. Nur 6% des Volumens im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021. 6%. Also praktisch gar nichts mehr im Vergleich dessen. Und was ist aus diesen Highflyern, aus diesen IPOs aus der ersten Hälfte 2021 geworden? Die sind krachend abgestürzt, weil eben sie mit einem Versprechen angetreten waren, ja, wir werden ganz großes Geschäft machen. Allerdings im Kleingedruckten stand vielleicht in 523,5 Jahren werden wir mal Geld verdienen, aber eben nicht in den nächsten Jahren. Und jetzt, wo Geld teurer wird, erwischt es diese Firmen eben besonders. Das zeigt sozusagen diesen Abkühlungsprozess. Es zeigt auch, wie optimistisch noch die Margenerwartungen sind, die derzeit der Fall sind. Goldman Sachs sagt, ja, die sind schlichtweg zu hoch. Und klar, warum ist das der Fall, wollen wir gleich anschauen. Aber wir sehen hier, dass eben jetzt die PE-Ratio deutlich, deutlich schon nach unten gekommen ist. Also die Price-Earnings-Ratio 35% gefallen. Und warum das so ist, ist schlichtweg klar, denn Wirtschaft ist immer auch praktisch der Taktgeber für die Gewinne von Unternehmen. Läuft die Wirtschaft schlecht, dann sinken die Gewinne der Unternehmen. Und hier sehen wir mal den Zusammenhang zwischen der Earnings Growth Rate, also dem Gewinnwachstum der Unternehmen auf der einen Seite und den Zinsanstiegen oder Zinssenkungen auf der anderen Seite. Und wir sehen immer, wenn die Zinsen ansteigen, dann kommen die Gewinne der Unternehmen runter. Das ist praktisch ein Prozess, der jetzt natürlich auch der Fall sein wird. Deswegen kommen wir auch in eine sogenannte Earnings Recession. Und jedes Mal sehen wir dann auch, ab 5% Inflation wird es sehr, sehr schwierig. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass eben die Wirtschaft in eine Rezession fällt, weil die Konsumenten weniger konsumieren können, weil der Kostendruck auf die Unternehmen so hoch ist. Die Unternehmen können dann die gestiegenen Kosten nicht adäquat weitergeben. So kommen die Gewinne runter. Gleichzeitig steigen die Löhne noch wegen der Inflation und dem Inflationsausgleich, sodass die Arbeitnehmer immer teurer werden. Dann sagen die Unternehmen, besser wir schrumpfen jetzt, als dass wir sozusagen Minus machen. Also bauen wir
Arbeitskräfte ab, diese abgebauten Arbeitskräfte, die dann arbeitslos werden, die können nicht mehr dementsprechend konsumieren und so gibt es eben diese Schleife, die sich dann aufspult. Und all das wissen, ahnen und spüren die Märkte. Wir sehen hier die erwarteten Rate Cuts durch die Fed Fund Futures und die preisen bereits ein, dass wir schon im Frühling 2023 beginnen mit Zinssenkungen. Das ist das, was die Fed ja aus eigener Verlautbarung noch überhaupt nicht auf dem Zeiger hat, aber die Märkte sehen das bereits. Was sieht unsere EZB? Naja, nicht so richtig viel, könnte man sagen. Morgen kommen ja die deutschen Daten zu den Verbraucherpreisen. Da könnte es über die 8% gehen, je nach Berechnungsmethode. Ob es HVPI ist, also harmonisierte Berechnungsmethode, aber wir sehen rechts hier den Inflation Surprise Index, also die Abwartung von der Die Abweichung von der Erwartung in Sachen Inflation, die war ja zuletzt gigantisch. Wie gesagt, wir müssen hier unterscheiden zwischen den USA und Europa. In Europa wird die Inflation lange hoch bleiben. Erstens wegen der Energiethematik. Zweitens, weil die Erzeugerpreise über 30% gestiegen sind, in den USA deutlich weniger. Das heißt, hier ist noch Inflation in der Pipeline. Die Amerikaner sind früher im Zyklus dran, wir sind später im Zyklus dran und haben dann die Sonderproblematik, Ukraine-Krieg, all diese Dinge, die hier besonders belastend sind. Wir sehen etwa im Einzelhandel, wie Hannes hier zeigt, dass 78% der Unternehmen noch die Preise anheben wollen und werden. Das heißt, das ist die sogenannte Pipeline Inflation, die da noch auf uns zukommt. Und jetzt hat sich die EZB überlegt, ja, wir könnten die Zinsen um 0,25% anheben. Damit würden wir schon ein starkes Signal gegen die Inflation senden, nicht wahr? Madame Lagarde ist sehr entschlossen in dieser Hinsicht. Und jetzt sagte zum Beispiel Jerome Blockland, die EZB hat ja in Aussicht gestellt, im September dann die Zinsen vielleicht um 0,5% anzuheben. Aber wie schaut die Welt ökonomisch, wirtschaftlich hier im September aus? Wahrscheinlich überhaupt nicht mehr so gut und dann hätte die EZB wieder die Ausrede, ja, guckst du die Wirtschaft, wir können die Zinsen nicht anheben und gleichzeitig will man ja diese sogenannte Fragmentierung bekämpfen, also den Anstieg der Renditen der Südländer, der Belgier. Wunsch, EZB-Mitglied hat gesagt, ja, also wir sollten hier limitless agieren, ohne Limit agieren, damit sagt er faktisch, wir wollen unlimitiertes und ewig andauerndes Quantitative Easing betreiben. Und da sagt Alf jetzt, angesichts der neuesten Pläne, die EZB sagt ja, okay, wir werden diese zusätzliche Liquidität, die wir dann in die Märkte pumpen, ja insofern absaugen, als wir den Banken dann wieder anbieten, pass auf, gibst du mir Kohle, kriegt ihr Staatsanleihen. Also werden wir diese Liquidität absaugen. Aber Alf sagt, ein Italiener übrigens, einer der besten Podcaster, der besten Finanzposter, die ich kenne, sagte, das wird nicht funktionieren, weil die Rechnung stimmt letztendlich nicht. Und auf diese Idee ist auch unser Jörg Krämer gekommen, der gesagt hat, die Geldmenge wird trotzdem steigen, wenn Banken sich bei Nichtbanken mit Staatsanleihen eindecken, um sie an die EZB zu verkaufen. Das heißt, die EZB schüttet dann faktisch das nächste Benzin ins Feuer und wird weiter mit der Inflation ein noch größeres Problem bekommen, zumal, wie gesagt, wir diese Pipeline-Inflation noch haben. Also es ist ein echtes Trauerspiel und wie stark die EZB schon auf dem letzten Loch pfeift, zeigt die Verteidigung von Marcello Fraccherino, der sagt, ja, ich fürchte, dass die Deutschen da Widerstand leisten und dann die EZB eben nicht unlimitiert kaufen kann. Das wäre eine Tragödie, gell? Und dann sind wir schuld. Ne? Wir sind schuld, wenn die EZB nicht das tun kann, was uns Deutsche richtig viel Geld kostet, weil dann unsere Kreditkosten steigen, gell? Der Marcello, der hat sich vielleicht in Rom oder so, hat er sich schon was gekauft, gell? Also, oder in Frankfurt, gell? Weil er will ja unbedingt zur EZB, bisher hat er es nicht geschafft. Übrigens, Madame Lagarde erwartet auch keine Rezession, wie sie heute in Portugal gesagt hat. Großartige Prognostiker, die da der Fall sind. Schauen wir uns mal das böse Ungarn an, wo Orban ja ein ganz schlimmer Finger regiert, aber offenkundig seine Zentralbank in Ruhe lässt, denn die haben heute die Zinsen um 1,85% angehoben. 1,85%, zur Erinnerung, die EZB 0,25%. Also ein bisschen mehr als ein Sechstel will sie dann im Juli machen vielleicht, aber noch nicht ganz sicher. Also da ist offenkundig eine unabhängige Notenbank am Start, die wir in Europa nicht haben. Aber die Ungarn sind ganz böse und wir sind ganz toll und haben eine total unabhängige Notenbank, muss man sagen.
Und da steigt jetzt der Leitzins in Ungarn auf 7,75% bei einer Inflation von 10,7%. Die ist höher als bei uns, aber da ist der Zins jetzt bei 7,75%. Wo ist bei uns jetzt der Zins? Habe ich vergessen, irgendwie knapp unter dem ungarischen Leitzinssatz. Aber jetzt, meine Damen und Herren, so dünkt es Mark Friedrich, der Gerüchte gehört haben will, dass die Atomkraftwerke am Netz bleiben. Am Donnerstag gibt es die nächste Folge von Boom und Bust. Da sprechen wir über Energie, über Ernährung und wie sicher oder unsicher Deutschlands Zukunft ist. Das mental schon mal vormerken, meine Damen und Herren. Jedenfalls, wenn man sich amerikanische Publikationen anschaut, dann gibt es auch dort das Wort Energiewende, also Energiewende. Und man warnt davor, die Lektionen aus der gescheiterten deutschen Energiewende, das ist in den USA inzwischen ein echtes Thema. Also wir sehen, wir sind da praktisch vorbildlich, gell, dass wir da leuchtend vorangehen. Wir schalten erstmal alles ab und fragen uns dann, ob das vielleicht gut war oder jetzt nicht so gut. Dementsprechend sind wir abhängig und sind sozusagen auf einem fatalen Weg. Die Grafiken, die Sie hier sehen, finden Sie weitgehend bei Twitter, @finanzmarktwelt.de. Nee, @finanzmarktwelt ist das Kürzel. Hier, wie gesagt, wenn Sie Grafiken nochmal nachschauen wollen, wenn Sie all diese Dinge nachschauen wollen, die allermeisten packe ich dann auf Twitter, sodass Sie das in Ruhe nochmal nachschauen können. Also googeln oder @finanzmarktwelt auf Google eingeben, dann werden Sie geholfen. Und hier eine Empfehlung, ein Artikel, der sich auf eine Studie bezieht. Wenn wirklich Russland die Gaslieferungen stoppt, dann würden wir 12,7% des BIPs verlieren, 12,7%, das wäre also deutlich heftiger als alles, was in der Finanzkrise passiert ist. Einerseits, und wir werden 5,6 Millionen Jobs verlieren. Das ist eine Studie des Bayerischen Energieverbandes, also jetzt keine Verschwörungstheoretiker, nein. Erste Artikelempfehlung und zweite Artikelempfehlung, meine Damen und Herren, in Sachen Glaubwürdigkeit mal wieder. Da hat man ein Gespräch zwischen Biden und Macron belauscht und sieht, wie beide also völlig uninformiert sind über die faktische Lage am Ölmarkt. Und da machen sich sehr, sehr viele lustig drüber inzwischen. Auch das wieder Glaubwürdigkeit, Kompetenz. Da werden Entscheidungen getroffen aufgrund von fehlerhaften, lückenhaften, inkompetenten Informationen offenkundig. Und das ist ein Riesenthema. Hier haben viele kommentiert, der Blinde führt den Blinden, nämlich Macron führt den beiden, beide, aber in mancher Hinsicht, zumindest was die Fachkenntnis in diesem Bereich betrifft, ein bisschen blind. Also zwei Artikelempfehlungen und der Twitter-Kanal von Finanzmarktwelt. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.